glaube, dass kaum eine CD, die ich gemacht habe, so viel Verschiedenes in einem hat. Zuerst sind alle diese Stücke wirklich zu genießen. Die sind wirklich alles sehr, sehr schöne, schöne Stücke. Wir alle drei finden, dass dieses Programm funktioniert am besten. Das ist eine musikalische Beziehung, die schon so lange besteht, wie mein Bruder lebt. Wir haben miteinander immer Kammermusik gemacht und auch in dieser Konstellation mit Bratsche, Klarinette und Klavier und haben sehr lange nach einem Programm gesucht, der die Beste des Instruments zeigt. Sie ist natürlich genial, was sie mit ihrem Instrument machen kann. Artikulationsweise, das ist nicht so normal bei Klarinettisten. Kontrasten, die für Geige geschrieben sind, Geige, Klarinette, Klavier, spielt Ori auf der Bratsche eine fast unspielbare Part. Und da habe ich gedacht, Mensch, also niemand kann das auf der Bratsche spielen, außer du. Zuerst bin ich ein großer Bartok-Fan. Ich habe gesagt, naja, dann spiele ich Bartok auf Geige. Dann muss ich auf sehr lange Reisen immer mit Doppel-Etui fahren, mit Geige und Bratsche. Also ich versuche das auf Bratsche zu spielen. Und das ist schon verrückt. Die Bratsche kann eine Basslinie viel besser machen als eine Geige. Und das hat diese Stücke in meine Sinn auf jeden Fall ein bisschen schöner oder mehr interessant gemacht. Ich glaube, Sharon ist sehr ernst Musiker und alles ist immer im höchsten Niveau. Und ich glaube, das ist sehr spannend einfach, diese zwei Alto-Instrumente mit dem Klavier in so vielen Facetten kennenzulernen. Und auch die Klarinette, also es klingt einfach in jedem Stück anders. Ich habe mal die B-Klarinette, mal die A-Klarinette. Hör mal rein, ich glaube, das wird einen überraschen.